Jutschi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Sind schon auf Seite. Du bist auch soweit. Ja, in der vorletzten Folge oder letzten Folge haben wir erfahren, dass Mifa, also der weibliche Recke der Zora in Link für lieb war und das hat mich gerade umgehauen. Scheiße. Oh. Also, ich meine nicht, dass die also das habe ich jetzt nicht umgehauen, dass Mifa was für Link erfunden hat, so das nicht. Aber aber die Kugel umso mehr. Hä? Okay, hat noch ein bisschen aus. Okay, ich will noch nur das die Mission machen. Mission ist gut da. Ich muss die Kugel nach unten bringen. Aber sie ist nicht elektrisch. Okay, so nicht. Da muss ich irgendwie hochkommen. Aber das hat mich ein bisschen schon. Also okay, dass jetzt dass da so Mädels sich in Link verliebt haben, beziehungsweise dass da neben Zelda anderem gibt, das ist eigentlich nicht überraschend. Man bedenke, da Ocarina of Time, da hatte man Marlon, da hatte man Ruto und Saria auch. Ja. Oh. Aber was ich mich jetzt so frage, war das eigentlich eine einseitige Liebe oder hat Link auch was für sie empfunden? Das wäre irgendwie interessant. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Ja, vielleicht hätte ich einfach springen sollen. Da habe ich tatsächlich vergessen, dass Link springen kann. Aber ja, toll. Bringt bis jetzt nicht wenig. Oh. Ach, warte mal, ich... Aber so, ich so Mifa jetzt so von was ich so ein bisschen Mifa mitgekriegt habe, ist sie... Ist jetzt umgekriegt. Auch, wie soll man sagen, auch eher wirklich so ein sanftes Wesen. Und über eine Heilerin. Ja, toll, aber... Ziemlich hartes Holz. Wenn es so einfach das so aushält. Okay, irgendwas übersehe ich mal wieder. Nicht hier irgendwas, wie ich sie da runterkriegen könnte. Ich habe da keinen Platz, so dass ich nicht drauf kann. Das schauen wir uns mal richtig mal um. Vielleicht finden wir irgendwas. Und merkwürdig, keine Kugeln mehr. Was haben wir denn da Feines?
Super, jetzt. Ach, die Kiste. Naja, zwar nicht das Rätsel-Lösung, aber. Aber eine Kiste ist eine Kiste, da sag ich doch nicht nein. Na toll. Was haben wir hier Feines? Eine Zora-Lanze. Aber ich muss auch sagen, ich mag Prinz Silon. Also ich dachte zuerst, okay, der ist doch richtig merkwürdig und so. Aber er ist voll in Ordnung. Er hat sich ja auch so für Link eingesetzt und alles, aber so wirklich merkwürdig. Bin gespannt, was mit ihm auch wird. Ich habe da eine Ahnung, aber das will ich nicht. Das will ich noch nicht so sagen. Erzählen. Was mit sein könnte. Okay. Wahrscheinlich einfach wieder so simpel. Irgendwas muss ich übersehen. Ja, interessant. Ich frag mich auch, warum kommen keine Kugeln mehr? Ach so. What? Was war... Hä? Was war das für ein Geräusch? Das wollte ich jetzt nicht. Okay, das machen wir nochmal. Das war es also auch nicht. Oh, du gehst ja runter. Da soll ich mal lieber aufpassen. Vorsichtig. Was hat es mit diesem Laser auf sich? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja? Okay, es... Okay, ich habe es total versäumt, warum jetzt plötzlich die ganzen Kugeln nicht mehr da sind. Da muss es doch irgendeinen Grund geben. Nur welchen? Und ich komme da auch nicht hin. Oh Mann, das ist sicher so simpel. Das ist sicher so simpel, dass ich da mit Hundertprozentigkeit, das ist einfach sowas einfach.
Ja, toll. Ja, toll. Ich meine, ich hätte echt gedacht, wenn ich das so... ich das so elektrisieren würde, müssten... also wenn ich das sage, ich müsste es mit Magneten runternehmen, aber irgendwie will das nicht. Weil hier. Ich kann es nicht erfassen. Gibt es hier irgendwas, was ich so damit erfassen könnte? Mensch, Leute, ich will es hinter mir haben. Und auf... ja. Hilfe, Donnerpfeile, also Elektropfeile, oder noch. Oder... oder komme ich doch irgendwie rauf, aber ich bin in so einem blöden Winkel. Komm, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Irgendwann war auch die Sache mit Heben und Senken. Ja, toll. Das war mir das ist schon. Ich glaube, das. Habe ich das nicht gefunden? Ich hab, der hätte doch raufgekonnt. Ernsthaft? Okay, und... das ist wohl in die Richtung. So. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, dass es besser wäre, aus dem da runter zu gehen. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß. Come on, Link. Aber was mir gerade so einfällt, da könnte es auch sein, dass Link auch nicht wusste, was Mipha für ihn empfand? Könnte auch so der Fall sein. Vorsicht! Ja. Hallo, bleib doch hier! Scheiße. Tschüss. Okay, ja. Okay, jetzt habe ich es einigermaßen begriffen. Oder ich mache es einfach nur mit Einschlag, aber dann nehme ich mal lieber eine andere Waffe. Ja, ich weiß nicht welche. Ja. Nehmen wir die Zora-Waffe. War einfach aus den Grund. Ich gebe nur mal Eintritt, also Schubser. Und wenn wir sehen.
Ernsthaft, Link. Nein, nicht runter. Mal sehen. Ja, ist gut, ich weiß. Lass mich noch wieder was ins Rätsel machen. Alter. Okay, nochmal. Okay, es funktioniert. Es ist aber auch total ungewohnt, dass Link, es ist total ungewohnt, dass Link, dass man, so, ja. Okay. Ich dachte, okay, vielleicht blockiere ich das so alles. Nicht so viel, Junge! Mann! Ganz langsam, okay? Weil wir müssen die Kugel unterbringen, aber nicht in den Abgrund. Ach. Oh, wir müssen aufpassen. Oh. Nicht, dass sie zu viel Wumms hat, dann einfach abprallt und dann. Aber der Cheat, du darfst die ganze Schoß rum. Okay, so kannst du eine Wahl. Was? War das? Nein, das war zu viel! Na toll! Hier ist so ein Speer doch nicht so gut. Die ganze Scheiße nochmal. Alter, das ist ja... Boah. Ich muss ja das auch anschlagen. So. Hier wieder nochmal ran, vorsichtig. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie weit fliegt die jetzt? Gut. Geben wir aber einen. Wo ist ein Stupfer? Dann rollt die Kugel halt nur einmal. Aber Moment, kann ich sie nicht selbst in hier rollen? Boah, vorsichtig, vorsichtig, Link, vorsichtig, ja? Ah! Nicht abrutschen! Okay. Ja, toll. Gibt es jetzt ein kleines Problem? Soll ich denn da hinkommen? Und so kann ich sie ja nicht. Ach doch! Toll! Ich bin der Kugeltreiber. Ja, nee, da. Sieht das Ding? Ja, langsam. Okay, das werden wir nochmal beenden. Okay. Ich weiß. Ja, ja, gut. Hier aus. Na?
toll. Warum zur Hölle sagt mir denn keiner... Warum zur Hölle sagt mir denn keiner, dass hier... dass da... Ach, toll. Okay, ich hab's verstanden. Aber ernsthaft... Okay, ich kann mir jetzt ungefähr denken, was ich zu tun. Moment mal. Nee. Ich weiß, dass das Ding. Ich will doch was sehen. Ich wollte das Ding jetzt kaputt machen. Ach. Ah. Müdigkeit, Leute. Es ist die Müdigkeit. Ich will was sehen. Diese... Okay. Da hier lang. Okay, jetzt werde ich noch mal sehen. Vielleicht. Ja, ist gut. Ich weiß, dass die mir das nachlässt, Leute. Halt noch ein bisschen durch, okay? Ich hoffe, ich bin jetzt da richtig. Ja, hoffentlich. Na, jedenfalls werden wir nicht erschlagen. Okay. Sehen, ob das lohnt. Aber ich will mal sehen, was passiert, wenn die... Das will ich jetzt mal wissen, was passiert, wenn... Nicht so doll. Ja, es war zu viel. Toll. Toll. Alter, ist... Nee, nicht. Warte mal, wir werden dann hier so einen Eisblock hinsetzen. Ja. So, und jetzt nochmal die ganze Schose. Und. Hä? Moment mal, die Kugel ist da nicht. Da ist ja die Kugel. Okay, sie ist noch da. Jetzt ist dann die Frage, bringe ich sie dorthin? Ohne dass... Muss ich hier irgendwo da was machen? Nee, ich kann da nichts machen.
Ja, weil wenn ich nämlich da die Kugel hinbringe, dann wird sie doch wieder runterrollen. Und so schnell bin ich doch nie und nimmer. Die einzige Möglichkeit wäre natürlich mit dem abzubremsen. Ja, toll. Das Problem ist nur, wenn ich das mache. Wie bringe ich nur die Kugel dazu? Ich kann es ein bisschen antreiben. Oh, das ist ein Fall. Oh, das soll mich ein. Okay, ich werde mal speichern. Okay. Da speichern und dann. Ja, bevor es ja aber fast dann plötzlich die Batterie nachlässt. Scheiße. Ich glaube, die hätte auch. Er hätte vielleicht da hinfliegen müssen. Habe ich denn gar keine andere Möglichkeit denn? Denn ich muss sie hier abbremsen. Okay. Ich könnte es hier mit Eis blockieren. Das Problem ist nur, wenn ich das Eis wieder entferne. Und. Ja. Na toll. Das Rätsel ist. Ja, und. Gibt's hier irgendetwas, wo ich das anhalten könnte? Nee, gar nichts. Nur das hier. Okay, machen wir mal so. Nee, ich glaube, ich muss es, sagen wir. Es muss da zurück. Wenn es nicht klappt, dann. Naja. Okay, dann machen wir die Chance nochmal. Kann eigentlich Link auch nicht irgendwie. Kann Link ja wirklich nicht einfach. Selbst nicht irgendwie. Das so gegenhauen. Braucht er immer deine Waffe? Das ist irgendwie so ätzend. Was ich jetzt auch vorhabe, ist jetzt, ich will das so bauen, dass die Kugel da nun mal keine andere Wahl hat und tatsächlich da so hinfällt. Warte mal. So. Ja, ich baue jetzt sozusagen so eine Art eher eine Wand. Und das war dumm.
Hier muss da immer, okay. Okay. Dann hoffen wir, dass das so reicht. So. Okay. Okay, jetzt noch mal die ganze Schose. Draufbleiben können. Und ich vergesse zu springen. Es ist so ungewohnt, dass Link springen kann. Also, dass man ihn so an dem Fell gibt, springen. Das ist eigentlich seit... Der Adventure auf Link gar nicht mehr der Fall gewesen. So, jetzt wechseln wir nochmal. Übertreiben wir es nicht. Aber mal sehen, ob es funktioniert. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich allen erstes verarschen? Jetzt ist das blöde Ding natürlich meilenweit geflogen. So richtig schon drüber. Ja. Toll. Ich hoffe, die Zoras haben hier auch Waffen. Das Blöde ist ja auch, ich sehe auch leider nichts. Weil sie es so eng machen mussten. Also sorry, Leute, aber das war ein bisschen dumm. Vor allem, ich kann auch leider nicht sehen, ob... Wir mal sehen. Ist nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, es wird von Laser zerteilt und dann würde es, ja... Ich habe echt gedacht, es würde durch das Laser zerteilt werden, aber Satz mit X war wohl nix. Toll. Blockieren wir das mal lieber. Okay, toll. Oder... Nee, das schafft er auch nicht. Das Ding macht ja keinen Sprung. Es rollt ja runter. Okay. Fehlt mir irgendwie eine Fähigkeit, so, dass ich das irgendwie manipulieren kann? Aber das ist ja sowas wie... Ja, nicht die Flipperkugel. Also gucken wir mal nochmal. Irgendwo muss doch hier die Lösung sein. Also wenn es hier breit ist, ab hier, dann... Was ist das hier eigentlich? Wieso steht das hier so? Aber es ist kein Schalter. Nein, es ist nur eine Lampe. Mehr nicht. Aber schon merkwürdig, dass die Lampe genau da steht, wo sie nicht
stehen soll. Auch nicht. Auch nicht. Oder... Nö, das zeigt auch keinerlei Eindruck. Autsch. Auch umrührt. Okay. Ich glaube, okay. Ja, gut. Ich frage mich aber eigentlich, wozu ist dieser blöde Lisa eigentlich gut? Als Falle? Das ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Okay, die einzige Möglichkeit wäre natürlich, dass die Kugel rund oder dass ich da schneller bin. Aber Leute, wie soll ich das schaffen? Weil wenn, ich meine, wie soll das denn gehen? Link ist nun mal nicht... Schwesterstink? Ja, ich weiß, dass das verdammte Ding nachlässt. Nehmen wir mal den Fall. Die einzige Möglichkeit wäre natürlich, ich platziere das so, das sag ich, ja, und verhindere so ein bisschen, also dass die Geschwindigkeit verlangsamt und dann den Katsch, wie war das nochmal, Mensch? Mal sehen, ist das jetzt möglich? Nö. Da fährt er sich wie eine Katze, die eine zu tiefe Pfütze gesprungen ist. Oh Mann. Soll ich das schnell schaffen? Hoffentlich reicht das jetzt. Kann es also doch schaffen? Lusra! Okay, es ist doch möglich. Na klar. Okay. Mein größter Fehler im Spiel ist, ich verschätze. Ich verschätze bei der, sag ich, bei der Ausdauer von Link und ich verschätze, was Link sonst so kann. Na gut.
Wir haben es geschafft. Ja. Hat auch nur ewig und drei Tage gedauert. Bis jetzt mindestens drei Parts. Ach. Jetzt habe ich zwei. Alter, das war auch wirklich, boah, knifflig. Vor allem, der ist verpasst, was für unsere Rasse. Ja. Oder einstecken, kurz fallen, wieder rausholen und so. Ja, Alter. Also, gut, also vor allem, ich hab echt gedacht, okay, das schafft doch Link niemals rechtzeitig. Aber ich sollte vielleicht ein mehr zurückhauen. Okay. Moment mal. Na toll. Und wie ich sehe, habe ich auch keine Zeit. Hab ich wiederum. Ja. Ach, da muss ich hin, da großartig. Mikau-See, Lulu-See, das sind doch Namen aus Machamals? Na toll. Gut, dann begeben wir uns dorthin. Aber das sind wir in den nächsten Part, Leute. Scheiße, ich glaube, das muss ich wieder schneiden. Ach, sehen wir dann eh.